ist doch echt geil, so ein Teil. Also ich find's megamäßig cool. Ja, hallo, Huawei Brain hier. Bin gerade ein bisschen am Weihnachtsgeschenke einpacken und da habe ich das Geschenk für meinen Opa in der Hand. Ist nichts Großes, aber was Kleines mit großer Wirkung. Und ich habe mir gedacht, ich muss es euch einfach mal zeigen. Und zwar handelt es sich hier um eine Knopfhilfe. Ein Hilfsmittel, eine Hilfe, damit man sich die Hemdknöpfe zum Beispiel zumachen kann. Für mich ist es jetzt nichts Besonderes. Ich habe damit als Ergotherapeut ja fast täglich zu tun. Aber es ist echt faszinierend, wie man Leuten mit so einem Teil einfach das Leben erleichtern kann, die Selbstständigkeit zurückgeben kann. Mein Opa kriegt das Ding, weil er mir vor einer Weile erzählt hat, dass seine Finger taub werden. Er hat wenig Gefühl in den Fingern und es fällt ihm echt wahnsinnig schwer, Hemdknöpfe zuzumachen. Er trägt nur Hemden und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich besorge das Teil. So, da kann ich es auch wieder einpacken. So schaut es aus. Im Endeffekt ist es ein schöner gummierter Griff, den man auch gut greifen kann, gerade wenn die Hände nicht richtig funktionieren. Und hier vorne ist ja einfach so eine Metallklammer, so ein Metallbügel, wo man den Knopf hier einhängt und dann durchs Knopfloch durchziehen kann. Jetzt zeige ich euch das Ganze mal im Praxistest. So, ich habe mir jetzt mal ein Hemd übergeschmissen. Für unser Eins ist es eigentlich kein Problem, weil wir können hierher gehen und einfach den Knopf hier mit den Fingern durcharbeiten. Aber probiert es mal, wenn ihr euch um die Fingerkuppen zwei, drei Lagen Pflaster wickelt, dann wisst ihr, wie sich jemand fühlt, der kein Fingerspitzengefühl mehr hat oder wo die Finger taub werden. Wie funktioniert jetzt die Anziehhilfe? Ja, ganz einfach, ich steche hier durch. Knopf greifen, Hemd hier festhalten, durchziehen, fertig. Ist doch echt geil, so ein Teil. Also ich finde es megamäßig cool. So, kurze Vorstellung einer Knopfanziehhilfe. Falls ihr weitere Hilfsmittel sehen wollt, zum Beispiel Strumpfanziehhilfen, Hosenanziehhilfen, wie kann ich mir meine Schuhe verändern, wenn ich nicht runter an die Füße komme, weil ich vielleicht eine neue Hüfte habe. Ja? Vielleicht Oma, Opa steht es vielleicht an, Hüft- oder Knietepp, Knieoperation oder einfach die Beweglichkeit, weil es im Rücken nicht mehr so richtig funktioniert, dann schreibt mir das doch unten einfach in die Kommentare rein. Wie gesagt, ich habe beruflich damit zu tun und wenn ich euch die Informationen weitergeben kann oder Tipps geben kann dazu, dann mache ich das doch gerne. In diesem Sinne sage ich danke fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben geben, hier auf Abonnieren klicken, dann seid ihr dabei, wenn es ein neues Video gibt. Teilen, kommentieren, wie ihr wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.